Servus, grüßt euch. Ein kleines, schnelles Video zum Thema. Ja, jetzt sage ich wieder, was alles draufkommt und dann schaffe ich es wieder nicht und dann sage ich es jetzt gar nicht, was draufkommt. Ich fange einfach an. Bis gleich. Benutze fix. Wir gehen gar nicht lang rum, Fan Farmer vorglieren, es ist kalt, rausfahren, Gruppe anhängen und dann schauen wir uns die Metallräder an. Die sind seit 50 Jahren festgeruscht. Hier haben wir gleich. Da traut sich gar nichts mehr. Die greifen wir jetzt an, damit wir nächstes Mal brauchen, dass wir einen Anhänger und gleich loslegen können. Jetzt heben wir ihn hoch, raus aus die Brennnessel und dann schauen wir uns die Räder an. Ich hab ihn gern anstehen lassen hinten, dann schwanzelt er nicht so. Ja, jetzt schauen wir uns an die Räder. Ja, ich leg mir was. 20 Jahre festgeruscht, wenn es lang, vielleicht sogar 30 Jahre. Das Allerwichtigste ist jetzt, dass wir als allererstes einfach mal draufhauen. Ein paar Brollen. Vielleicht lockert sich was. Vielleicht auch nicht. Geht gar nichts. Geht gar nichts. Ja. Die tust du eh gleich runter, weil ich nichts siehst damit. Sicherheitsjahr 2022, Schutzbrille. Ja, hilft alles nichts, müssen wir ihn runterbauen. Okay, leck mich da. Da ist sogar der Splint fest. Da ist sogar, der Splint ist sogar 100 Jahre alt fest. Ah, oh, den reiß ich an. Den reiß ich ab. Ist kein Schmier dabei. Ein Schmier habe ich dabei, Freunde. Ich sehe jetzt schon nichts mehr. Heute habe ich ein Schmier dabei. Vicon Rostlöser und Kontaktspray. Ja. Habe ich gesponsert gekriegt. Deswegen oben Werbesendung. Bin ich gespannt. Wenn es was bringt, empfehle ich es euch. Ja, gleich mal da drauf. Bevor es tropft, legen wir gleich einen Lappen unter. Löst festgerostet schwergängige Bauteile, verdrängt Wasser, schmiert langanhaltend, pflegt und säubert. Ja, genau das Richtige für uns. Ja, tu noch drauf, dass da was geht. Vielleicht geht schon was. Vielleicht geht schon was. Jogi, oh, 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 Freunde, Freunde, ich sag's euch. Ich sag's euch. Es geht nichts. Ja, schon besser.
Ja. Ja. Gut. Oh, haben wir Eck weg. Ja, das stört uns nicht. Ja, und jetzt gehen wir es einem richtig dreckig. Hier steht gute Kriecheigenschaften. Na, hat auch keine guten Kriecheigenschaften. Das hat gute Kriecheigenschaften. Das W44T von Weikon hat gute Kriecheigenschaften. Machen wir so. Rechte Seite Rostlöser und Kontaktspray. Linke Seite W44T Multispray. Weil das hat gute Kriecheigenschaften. Bei dem steht es jetzt gar nicht drauf. Aber löst festgerostete Bauteile. Es ist festgerostet. Ja gut. Rechts Rostlöser und Kontaktspray. Links das andere. Kriech rein. Ja, von hinten bringt es eigentlich gar nichts, weil ich gar nicht hinkomme. Das muss von vorne. Ja, und rechts W44T Multispray. Und Freunde, wenn alles nichts bringt, dann muss der Autogener ran, dann machen wir es warm. Aber ungern. Ungern. Ja, vielleicht. Vielleicht kann es was. Habe ich jetzt schon vorgearbeitet, ist schon alles weg. Sicherheit. Ja, lassen wir jetzt einwirken. Ja, ich leg mir was. Ja. Vielleicht machst du in die falsche Richtung. Das ist völlig wurscht, er muss sich in beide Richtungen drehen. Ja. Was mir jetzt ein bisschen stört ist, dass da nicht draufsteht, dass das Kriecheigenschaften hat. Pflegt, säubert Metalloberflächen, löst festgerostete und schwergängige Bauteile, Verschraubungen, Bolzen, Gelenken, Scharniere. Ja, schauen wir mal. Drüben schauen wir auch gleich nochmal. Ja, 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 wow, was ist da los? Schau mal da her. Ja, Wahnsinn. War das einfach? War das einfach? Ja, Wirkformel und seine ausgezeichneten Kriecheigenschaften. Ausgezeichnete Kriecheigenschaft. Und der andere kommt nicht neu anscheinend. Ja, den wir jetzt fetten, machen wir sauber, bauen wir wieder drauf. Aber schaut mal da her. Freunde, da wird nächstes Jahr gegruppert und dann Transit. Lecco mio, ist das gut. Jetzt schauen wir drüben nochmal, dann drüben mit dem W44T nochmal drauf. Und wenn das drüben auch geht, dann vollste Empfehlung. Und das andere, eventuell für Oberflächen, Verschraubungen, aber ohne Kriecheigenschaft. Ja, schauen wir gleich. Der ist fest. Der ist fest. Schutzbrille auf. Ja, vielleicht kriegt er noch mal ein paar Minuten zu einwirken. Ja. Kriegt ein paar Minuten zum Einwirken. Ein paar Anfragen habe ich gekriegt, ob der hinten Holzlager hat. Schauen wir uns an. Ach so, das Gerät. Ja. Ich hab gemeint, da Holzlager, denk mal, das sieht doch jeder, dass da Holzlager ist. Nein, Holzlager hier drin. Aber ich glaube nicht. Hier ist ein Schmiernippel. Nein, Freunde. Da machen wir nichts. Der ist so schön leichtgängig. Den lassen wir. Holzlager mit Schmiernippel. Glaub's nicht. Ich glaube, es sind normale Lager drin. So, und jetzt packen wir vorne nochmal das
Tastrad und dann sind wir zufrieden. Es bewegt sich kein Meter. Nein. Kein Millimeter. Wo geht's, gell? Ja, aha, Freunde. Aber jetzt geht noch was. Tatsächlich. Einmal sprühe ich nochmal. Lass mich es nochmal kurz einwirken und dann nehme ich es ab, haue ich Fett drauf, alles ist gut. So, aber jetzt geht's da weiter. Ja? Jawohl! Jetzt aber. Schau mal daher. Aha. Das hat sich bis dahinter durchgezogen. Überragend. Einwandfrei, Freunde, einwandfrei. Einwandfrei, einwandfrei. Mehr geht nicht. Freunde, schaut's mal daher. Läuft wie am ersten Tag. Ja, einwandfrei, einwandfrei. Haben wir viel Arbeit erleichtert. Die Produkte verlinke ich euch in der Videobeschreibung. W44T und der Rostlöser. Rostlöser hat den Splint sauber angelöst. Der ist rausgegangen. Auf der anderen Seite habe ich ihn druckig rausgebracht, aber frage nicht wie. Beide gut. Wichtig ist bei solchen Arbeiten, man muss gründliche Sauberkeit haben. Man darf das nicht irgendwo hinlegen, dass man es nicht mehr findet, so wie ich, weil ich finde es jetzt nicht mehr. Rahmen einen Bullock auf und dann zeige ich euch noch mal was. Bleibt dabei, müsst es unbedingt sehen. So, jetzt aber. Jetzt mag ich euch noch was zeigen. Habe ich schon wochenlang daheim liegen. Habe ich geschenkt gekriegt, hat mir jemand zugeschickt, ich weiß nicht von wem. Ich sage nochmal herzlichen Dank, ich habe mich so gefreut, ich freue mich heute sogar noch. Und heute bauen wir es hier. Ist ein Paket gekommen. Mit dem Traktor unser. Die eingefleischten Traktoristen werden es kennen. Ich habe es auch schon gekannt, aber wenn man es dann als eigenes Schüttel einmal hat, das kommt hierher. Traktor unser. Ich muss euch vorlesen. Traktor unser im Himmel, geheiligt werde deine Leistung, deine Beschleunigung komme, deine Geschwindigkeit geschehe, wie auf dem Feld, so auf der Straße. Unsere tägliche Zugleistung gib uns heute und vergib uns unseren Bleifuß, wie auch wir vergeben deine Fehler und führe uns nicht in die Werkstatt, sondern erlöse uns von den Kosten. Denn dein ist das Drehmoment und die Kraft und die Wendigkeit in Ewigkeit. Amen. Ich finde es, immer wenn ich es sehe, muss ich lachen. Jetzt kommt es daher, Ehrenplatz.
an den edlen Spender, vielen Dank. Schreib's rein in die Kommentare. Ich würde gerne wissen, wo ich es gekriegt habe. Dankeschön. Macht's es gut. Für euch. Findest du das echt so witzig? Mir gefällt's gut. Dir nicht? Doch, aber. Wenn du das Vater unser kennst und dann heißt es Wendigkeit und Drehmoment und erlöse uns von den Kosten. Und ja, gut. Ich find's halt dir nicht so. Doch, ich find's bärig. Ja, sehen wir durch. Mehr gibt's nicht. Ein kleines, schnelles Video, wie immer. Ja, nicht viel drumherum, sondern ein kleines, schnelles. Gruppe wieder vor dem Anbringer. Das war's. Mehr will ich gar nicht. Der Vespa-Peter hat gesagt, die Diagonalstreben, da stimmt's. Da drüben ist falsch. Da ist falsch. Ja, eigentlich logisch. Die Diagonalstreben müssen ja vom Zugpunkt so rausgehen. Hat der kommentiert, oder wie? Der Vespa-Peter ist ja so ein Holziger, gell? Der kennt sich ja gut aus mit Holz. Und der hat gesagt, die Diagonalstreben ist falsch. Aber dir selber war das nicht aufgefallen, oder? Ich hab's bis zu dem Zeitpunkt nicht gesehen gehabt. Ne? Da ist klar, passt. Und da falsch. Ja, was soll ich sehen in den Videos? Ja. Das sind Luchse. Wie Luchse-Chance. Ja, die ist echt schief. Die ist echt seitenverdrehend. Hat ja. Das jetzt irgendeinen Nachteil? Ja, das bringt halt so gar nichts. Gell? Das nimmt, der Zug müsste halt auch so sein. Wenn es einmal ganz langweilig ist, also wirklich, da müssen wir schon dermaßen, dann baue ich es um. Weil ich es ja wegmachen kann und kann es andersrum hinmachen. Vielleicht hat derjenige das gar nicht gewusst. Aber ganz lang. So wie der die Nägel reingeschlagen hat, schätze ich mal, dass der nicht gewusst hat, aber dass der falsch ist. Der, wo die Hütten gebaut hat und hat die Nägel reingeschlagen. Ja. Der wird das nicht gewusst haben. Der hat auch nicht gecheckt, dass die Diagonalstreben andersrum reingehört. Weil der kann nicht einmal einen Nagel reinhauen. Jetzt hör mal auf, macht das gut, gehört euch. Das Wichtigste von Anfang an ist, kein Werkzeug da. Da hinterm Bulldog. Ich hab nichts rausgenommen. Da legen wir jetzt kleine Lumpen unter. Bevor es tropft. Ja, lassen wir jetzt einwirken. Das riecht gut. Das riecht gut, gell? Das riecht nicht so. Fast wie ein Deo, oder? Das riecht gut. Nicht einriechen. Nicht einatmen ist alles nicht gesund. Aber riecht gut. Was gut riecht, kann gar nicht so giftig sein. Ja, hoffentlich wirkt es auch. Lassen wir jetzt einwirken. Ah, das habe ich nicht sagen können. Da habe ich den Splint eingespült gehabt mit dem Rostlöser. Auf der anderen Seite nicht. Ich habe mich plagt, der Akku war aus. Der ist nicht rausgegangen. Ich glaube, dass ich eine halbe Stunde rumgegoggelt habe. Rechts, super. Ich glaube nicht, dass das Holzlager sein, aber wissen du es nicht. Da machen wir nichts, das ist so schief leichtgängig. Ja, so leichtgängig ist er gar nicht. Um was geht's beim nächsten Video? Entweder Winterdiesel, Sommerdiesel, Testvergleich, wie es flockt, wie es stockt. Oder wir machen jetzt mal die Einspritzpumpen. Oder wir gehen schon ins Holz raus. Ja, oder. Druckt's aufs Netzfall, abonniert's, kommentiert's. Dann sehen wir's, wie es nächste Woche weitergeht. Fährt euch. Dann sagt er ja, ja. Du lispelst wahnsinnig, wenn du so ein Gürzel drin hast. Ich will Fäuste kratzen. Ja, aber das ist unproduktiv. Unprofessionell. Aber wenn ich Halskratzen habe, ja. Magst du, dass ich krank wäre? Aber so versteht dich keiner. Versteh mich eh nicht, auch mit und ohne Gürtel. Stimmt, ja? Stimmt, ja. Ja, einwandfrei. Apfelteife. Auf den verrosteten Teil. Da fällt da nichts. Apfelteife.